Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug und der letzte Spielstand. Hier in Iskanderun. Es gibt den Ausgang, es gibt den Tempel, es gibt die Plakette, die habe ich gelesen. Erstmal zum Ausgang. Okay, wir können nicht gehen. Wir müssen den Gral holen, das Mädchen retten und dabei nicht in die Lavagrube fallen. Lavagrube? Lavagrube? Woher weißt du das? Na gut, daneben noch drin. In die Lavagrube. Hey, ihr zwei! Welche Lavagrube? Oh. Da ist wohl gerade jemand gestorben. Ups. Was gibt's denn hier? Den Ausgang, logischerweise. Muss man da einfach laufen? Ah, ja. Das ist ein größerer Screen. Was gibt's denn hier? Ah. Die Frau Schneider ist das doch, so wie das aussieht. Donovan. Ah, das ist der Reiche. Oh. Ich dachte mir, dass sie mich sofort verstehen. Boah, das ist ja böse. War das im Film nicht auch so? Oh, das ist ja böse. Jetzt muss er den Gral holen, um seinen Vater zu retten. Das Tagebuch, die drei Prüfungen. Okay, das heißt, im Tagebuch sind wohl Hinweise drin, wie diese vermutlich kommenden Rätsel oder Prüfungen zu lösen sind. Nur der zur Buße bereite Mann wird bestehen, sagt das Tagebuch. Ja, dann büße ich doch mal an der Statue nicht. Keine Ahnung, gibt's da irgendwas? Ja, Buße, ich will büßen. Ach so, Buße, ja, peitsch dich. Nicht? Peitsche das Tagebuch. An irgendwas muss er ja peitschen. Okay. Ich dachte, Buße tun mit Selbstpeitschen und so, Selbstkasteiung. Aber das ist wohl. Steht ja nicht so drauf. Was? Was zur Hölle? Was zum Henker? Oh, wow. Bin gleich wieder da. Ah, hoffentlich geht's diesmal besser. Was zur Hölle war das? Das kam da hinten an der Wand, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier unten rumlaufe. Wie soll das denn funktionieren? Zur Buße bereit, klar, damit nehme ich an, da muss ich bücken. Auf Knien gehen sozusagen, damit das Sägenblatt über ihm drüber geht und er mich erwischt. Aber wie bückt er sich? Ich kann nichts drücken, ich kann nichts ziehen. Hier sind keine Objekte, die ich irgendwie benutzen kann. Alles. Okay, es ist doch alles. Da war gerade Knie nieder. Hat er sich hingekniet? Nein, oder nicht? Der kniet nicht hin. Ich will ihm sagen, dass er sich hinknien soll. Wie mache ich das? Ja, Buße hinknien. So viel ist klar. So, gibt es hier vielleicht einen Weg außen rum? Nein. Ist da irgendwas? Nein. Ja, Junge, knie dich hin!
Ey. Was zum Henker? Ich habe in einem Kommentar irgendwie geschrieben, glaube ich, dass ich die restlichen Teile des Spiels zeigen will, wenn der Tempel nicht so frustrierend ist wie das Schloss, aber ich glaube gerade, der Tempel ist sogar noch schlimmer als das Schloss. Ja, und deswegen bückst du dich jetzt, so wie man Buße tut. Mach doch einfach mal. Also mit der Peitsche kann er sich nicht irgendwie festknallen irgendwo und drüber hängen. Wie bringe ich ihn dazu, sich hinzuknien? Kann ich ihn mit der Peitsche im letzten Moment vielleicht das Sägenblatt schlagen lassen? Nein, kann ich nicht, weil in dem Moment habe ich keinen Mauszeiger mehr. Das heißt, vermutlich kann ich auch nicht wieder einen Schritt zurück machen, nehme ich an. Ist vielleicht hier noch irgendwas, da hinten oder so? So, mal zurück. Wir müssen den Gral finden, ja. In die Kirche und büße. Na gut, dann eben Schritt für Schritt. Vielleicht löst sie aus, aber wir stehen gerade nicht. Warum springt der rein? Da ist doch gerade reingesprungen. Warum tut er das? Das ist doch dumm. Also. Ich kann da gerade gar nichts tun. Also wenn ich nicht vorgehe, habe ich nichts, womit ich irgendwie interagieren kann. Also ich kann versuchen, den Tempel auszupeitschen. Ne, kann ich nicht. Doch. Aber das... Ja, wieder natürlich nicht. Das Tagebuch, habe ich reingeguckt? Schau dir mal die Peitsche an. Da ist halt auch nichts mit dem... Also da liegt einer, ja, aber ich kann den nicht anklicken. Da ist kein Objekt oder so. Und da, wo das Sägeblatt rauskommt, ist irgendwie auch nichts. Da ist nichts. Hier vorne, wo das andere Sägeblatt rauskommt, ist auch nichts. Ich könnte versuchen, den durchrennen zu lassen. Aber er rennt halt voll rein. Das bringt halt irgendwie gerade nichts, habe ich das Gefühl. Nö. Also zurückgehen geht nicht, weil beim erstmöglichen... Okay, ich könnte versuchen, möglichst weit von der Wand weg in Tippelschritten voranzugehen. Das mache ich doch einfach mal. Und wehe, du hüpfst wieder rein. Nein, nein, nein! Ach, du bist doch echt dumm. Nee, mir reicht's, kein Bock mehr.